Gut, ihr lieben Makerlein. Ja, das war doch mal nochmal ein richtig cooler Build. Und ich muss sagen, mit dem Ergebnis bin ich schon recht gut zufrieden. Es gibt noch so ein paar kleine Ecken, wo ich ein bisschen bei den Druckeinstellungen was anpassen muss. Aber alles in allem muss ich sagen, geiles Teil. Warum habe ich das jetzt gedruckt? Ich habe ja schließlich da hinten für den Prusa i3 normalerweise das Screwless Case, was wir mal hatten. Den Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Damit war ich aber nicht so hundertprozentig zufrieden. Das ist klein, kompakt und süß, ja, okay. Aber wenn man ordentliche Cool Power haben will und mal hier so ein Ice Tower mal reinpacken möchte, kostet nicht viel. Link packe ich euch auch unten in die Videobeschreibung rein. Dann braucht man schon ein größeres Case. Und als ich das gedacht hatte und gedacht habe, okay, das neue Enclosure hat auch was Würdiges verdient, sagen wir es mal so, was Standardsgemäßes verdient, da kam Sven um die Ecke. Sven kennt ihr von dem Video hier. Und hat entsprechend bei uns im Discord was geteilt. Und zwar genau dieses Teil hier. Das ist von eStore.io, glaube ich. Ich packe euch den Link unten in die Videobeschreibung. Die STL-Dateien kosten 10 Euro. Ist es ein... Ja, ich weiß, kostet Geld. Aber ich muss sagen, lohnt sich echt. Das Ding ist echt gut durchdacht und der gute Bub hat sich wirklich Gedanken gemacht und von daher hat er sich das Geld auch echt verdient. Und ihr könnt das Ding als STL downloaden, ja, für die 10 Euro. Und es gibt nochmal eine fertig gedruckte Version davon. Könnt ihr auch im Store kaufen, falls ihr keinen Drucker habt, aber sagt, ihr hättet gerne ein geiles Raspberry Pi Case. Könnt ihr alles machen, ihr könnt das bei dem im Store dann bestellen. Schickt er euch dann nach Hause. Ist also eine ganz coole Geschichte. Und ich habe es jetzt, wie ihr hier sehen könnt, auch direkt in den Farben von Brucer gedruckt. Auch original mit dem PETG Schwarz und Neon Orange von Brucer, damit es auch wirklich standesgemäß ist. Und muss sagen, es kommt einfach geil raus. Ich hatte jetzt gedacht gehabt, okay, ich lasse auf der Rückseite noch so ein bisschen mal offen, dass man hier mal noch reingucken kann und mal sehen kann, wie denn der Lüfter entsprechend so bunt aufleuchtet. Aber das fängt die Kamera leider nicht ein. Dafür muss dann echt dunkel sein und die LEDs sind nicht so leuchtend, wie es auf der Verpackung versprochen worden ist. Aber ja, ich finde es aber auf jeden Fall geil, weil wenn man sich mal die Details anguckt von dem Gehäuse, das sind die I/O-Ports hier an der Seite, sind schon echt cool mit so einer Abdeckung nochmal gemacht, dass das Ganze auch hervorgehoben ist und nicht einfach so hier aus der Seitenwand rausgeschnitten. Hat schon was, hat ein bisschen mehr Details. Hier vorne die Ports passen auch perfekt für ein Raspberry Pi 4. Das muss man dazu sagen. Es ist gedacht für ein Pi 4. Es ist nicht für ein Pi 3 oder sowas gedacht. Ja? Das muss man mit dazu bedenken. Das heißt, wenn ihr jetzt nur ein Pi 3 habt, tut mir leid, wenn ich euch die Nase lang gemacht habe, aber gibt es leider nicht momentan. Ja, ansonsten die Druckdauer von den Seitenteilen, auch von den großen, sind irgendwas um die 2 bis 3 Stunden. 2,5 Stunden, glaube ich, wenn man mit 20% Infill druckt, wie ich jetzt hier. Dann ist das schon recht massiv, also das fühlt sich schon echt massiv an und macht auch einen sehr wertigen Eindruck. Und summa summarum braucht ihr irgendwas um die 2 bis 3 Tage. Ich habe jetzt hier auf 2 Druckern gedruckt, deswegen kann ich es nicht ganz genau sagen, weil ich halt unfairerweise dann die orangenen Teile auf dem Mini gedruckt habe und die schwarzen Teile zum Großteil auf dem i3. Und als der Mini dann mit den orangenen Teilen durch war, habe ich die kleinen halt auf den, die schwarzen Teile halt auch noch auf den Mini gepackt. Von daher kann ich es nicht ganz genau sagen, wie lange es gedauert hat. Aber es geht eigentlich recht flott. Gerade hier diese kleinen Wabenmusterteile gehen echt flott. Die dauern eine Dreiviertelstunde, halbe Stunde, Dreiviertelstunde, je nachdem welches groß ist. Kleine hier natürlich so eine knappe halbe Stunde. Und die sind wirklich snapfit. Die knarzt man einfach rein und dann halten die auch da drin und gehen so schnell nicht mehr raus. Und insgesamt muss ich sagen, ist das schon ein cooles Teil, macht einen geilen Eindruck. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Wenn ja, wie gesagt, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Genauso den Link zum Raspberry und genauso den Link zu dem Ice Tower. Wenn euch das Video jetzt gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr weiterhin nicht solche Projekte verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Ich freue mich, euch immer wieder zu sehen. Ihr seid herzlich willkommen. Und jetzt gehe ich in den wohlverdienten Feierabend. In diesem Sinne, bleibt gesund. Wir sehen uns morgen. Happy Printing!